Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde, zu Legend of Grimrock, Labyrinth of Lies. So, wir gehen erstmal nach unten. Laden die Waffe wieder auf. So, also, ja, vor Wort. Letzte Aufnahmesession wollte ich da oben im Bossfight ein Quicksave machen. Ist abgestürzt, Gott sei Dank. Damit wir beim alten Quicksave direkt vor dem Bossfight landen. Denn ich habe gelernt, wir sind hier noch nicht fertig. Ja. Oh, das würde ich wirklich gerne fertig machen. Gold Key. Ja. Und zwar will ich mich erstmal hier versuchen, wieder runter zu porten. Treppe hoch, das ist die Treppe runter. Ja, könnte einen Moment dauern. Habe ich hier eine Fackel? Ja, hätte ich, aber die brauche ich hier nicht. Ja, in der Komplettlösung hieß es außerdem, man soll gucken, dass man alle Fackeln rausnimmt. Ah, ich bin unten, gut. So. Hier kann ich erst einmal den Weg in den Eingangsbereich zurück aufmachen. Ah, das hier muss auch neu sein. Amadacia Western Exit. Kann ich das deconstructen? Ja, kann ich. Nee, halt, das war nicht neu. Hier waren wir bereits. Aber hier ist Zeug versteckt. Zum Beispiel eine Form and Physik. Wow, Athletics. Ah, nö. Eine Greater Regeneration Potion. Okay. Auch nichts Besonderes. Kommt auch einfach mal mit. Da war nun eine unsichtbare Druckplatte. Wo hat uns der nochmal hingeführt? Oh, ja, Torums. Grabkammer. ja. Epic Fail, okay. Ich muss da rum. Genau, weil das mit der Druckplatte hatte ich gesehen und ich hatte gesehen, wo ist er? Also ja, das da. Heilt. Gut. Können wir ebenso gut über den Goblet machen. Und zwar dumm. Ach so, ja. Da war eine mehr oder weniger unsichtbare Druckplatte. Oh genau, das bringt mich hier rein.
So ganz schön viel Zeugs. Twisted Bow, Shield of Elements, Amulet of Warding. Ancient Breastplate. Good luck in the final final. Thank you for playing Akoma. Ah ja, Akoma ist der Schöpfer von Labyrinth of Lies. Einen kleinen Gruß an den werten Erfinder. Ja. Dadurch haben wir jetzt das da noch gemacht. Ist da noch was Interessantes drin? Destiny Blade. Ja, ist nicht so gut wie das Blade. Ich will aber auf jeden Fall nochmal ins Shadowlight Divide. Ich muss nämlich ein bisschen dort kramen nach dem einen anderen Säbel und Zeug loswerden. Was ich hier einfach so habe. Ja, das Schwert ist gar nicht mal so schlecht, aber auch nicht so gut. Der kann zum Beispiel weg, das ganze Zeug kann weg. Ja, die Keys sind wichtig. Und zwar brauche ich beide. Wenn wir jetzt nämlich gleich wieder nach oben gehen. Ich muss nur den Weg nach oben finden. Ja, hier ist der Weg nach oben. Hier ist nämlich auch Akomas Workshop. Und um hier reinzukommen, brauchen wir zwei Energy Field Keys. So. Das hier ist eine Andeutung, eine ziemlich gute, aber ich hätte sie wahrscheinlich selber nicht geblickt. Ich brauche nämlich dumm. Hier die Watcher-Statue. Ja, das reicht schon. Okay, da hat er definitiv was ein bisschen noch verbuggt und vergessen zu fixen. Gut, was ich euch jetzt zeigen werde, werde ich definitiv nicht ausnutzen, denn wir sind im Super Secret. Das hier ist der mehr oder weniger Debug-Mode. Hier ist nämlich alles, und zwar wirklich alles, an Gegenständen aus Labyrinth of Lies hinterlegt. Nicht nur alles an Gegenständen, soweit ich weiß, sondern auch ziemlich viele bestimmte nutzbare Sachen, also Gegenstände. Hier ist zum Beispiel auch ein Schwaktor-Hive. The Blazing Rune Lantern. Mehrere Blazing Rune Lantern. Bowl of Seven Seasons. Das ist jetzt zum Beispiel auch was. Wie man an die rankommt. Air and Ice. Weil ich habe ihn in den im Walkthrough ziemlich viel mit dem Ding rumlaufen sehen. Oh. Habe ich gerade Akoma getötet. Also mehr oder weniger sein Ingame-Kreatur. Squad of Berserk, Squad of Haste. Ja, es liegt hier wirklich alles rum. Beholder, Eis, alles. Und ja, die Druckplatten hat er auch erwähnt.
Wisp Shift. Was macht die Druckplatte? Die hat er nicht erwähnt. Gehabt. Oh. Okay, diese Druckplatten spawnen Gegner. Gut. Er hatte andere Druckplatten erwähnt, also ja, hier liegt alles an Zeug rum. Akuma Sword of Divine Slaughter. Attack Power 50. Speed, Stärke erhöhen. Alles mögliche. Edward Saber. Noch ein Divine Slaughter. Pathfinder Axe, Hornroad Warhammer. Ja, ich gehe gerade im Kreis. Waren es die Druckplatten hier? Ich glaube, es waren die Druckplatten hier. Also ja, ein Haufen Kräuter und so weiter. Was passiert, wenn ich hier drauf trete? Talisa gained Willpower Energy. Oh ja, alles auf 50 bei ihr. Prenuir gained alles zurückgesetzt und 300 Punkte. Aha. Oh, ist das ein Reset-Button oder was? Könnte ich mir jetzt eigentlich fast nicht vorstellen. Nee, ich glaube, so viele Punkte habe ich dann doch nicht gekriegt. Mit 23 Leveln habe ich keine 300 Punkte gekriegt. Also ja, dafür sind diese Druckplatten da. Und du? Talisa learned Cold-Blooded, Demon Ancestor, Natural Armor. Ja, so geht's auch. Ich hab hier noch nicht ganz, wie das genau funktionieren soll. Ja, gut. Hören wir auf, damit rumzuspielen. Das war jedenfalls Akamas Workshop. Das Super Secret, eigentlich das der Debugging Mode, mehr oder weniger, wenn man es so nennen möchte. Ja, ich denke mal, den Rest können wir in Ruhe lassen. Ich möchte von hier aus auch nichts mitnehmen, weil ich könnte mich jetzt übelst immer machen mit Infinite Wisdom. Ich könnte es sogar noch transportieren. Ah, Amulet of Wisdom. Wow. Mortar und Pestel, Steine, liegt hier alles rum, Säcke. Schädel. Hier ist alles voller Knochen. Das Muramasa-Schwert. Wave Mail. Tome of Peak Agility, das erhöht wahrscheinlich Agility. Naja, oder gibt Agility besser gesagt. Warple Blade, ja, hier ist alles Mögliche.
Defender X. Wie gesagt, nur um es euch mal zu zeigen. Ich will hier nichts mitnehmen. Ich will meine Helden nicht übertrieben buffen.